Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge 2017. Und zwar spielen wir wieder eine Runde Factorio. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr hineingerutscht und habt euch auch schon wieder einigermaßen erholt von diversen alkoholischen Exzessen oder Feier oder Müdigkeit oder was auch immer. Na, was war das jetzt wieder? Ach ja, super, ganz toll. Mann, dieser Drecks-Apple-Updater nervt mich immer. Der kommt immer dann, wenn du halt einfach null brauchen kannst. Genau, in der letzten Folge haben wir hier angefangen, das Setup schon mal herzurichten. In der Zwischenzeit war die Luftfahrt fertig und wir machen jetzt weiter hier mit fortgeschrittener Elektrotechnik 2. Und zwar möchte ich schauen, dass ich in die Richtung von diesen hier komme. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt fortgeschrittene Elektrotechnik und Robotertechnik. Ja, dann können wir die hier bauen und dann im Anschluss können wir Bauroboter bauen und dann wiederum können wir persönliche Roboterhanger und automatisierter Aufbau machen. Oh mein Gott, den habe ich noch völlig übersehen. Planänderung. Wir brauchen nämlich jetzt einmal ein anständiges, funktionierendes Schmelzsystem. Und jetzt würde ich sagen, machen wir als allererstes. Moment. Moment. Hier rein. So. Kunststoffstangen, Kupferkabel und elektronische Schaltkreise. Gut. Also. Wir gehen hier mal ein gutes Stück nach drüben. Also, 1, 2, 3. 3. 1, 2. Und dann brauchen wir... ich brauche jetzt erstmal... So. Habe ich hier noch... Ah ja, ich habe noch ein paar Bänder, passt. Ich brauche hier schon mal blaue Greifarme, und zwar einige. So, ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. Also, im Endeffekt haben wir hier ein eigenes System für, also ein eigenes grüne Schaltkreisesystem für die roten Schaltkreise. Das ist das, was wir hier im Endeffekt machen. Und zwar nehmen wir jetzt gleich mal die roten her. So, sehr schön. Und ich habe es natürlich wieder falsch rum aufgebaut, sehe ich gerade. Also. Was geht denn alles runter? Also runter geht auf der einen Seite mal Kupfer, Schaltkreise und das da. Nein, das bleibt so. Dann kommt natürlich Kupfer hier rein. Also können wir mit den ersten dreien hier anfangen. Chip. 1, 2, 3. Ups, einmal. Zweimal. Gefällt mir das so? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Also. Wir haben hier auf jeden Fall die Eisenproduktion. Oder das Eisen, das so hier entlang geht. Okay. Wir müssen nochmal eins nach unten. Nee, wir müssen sogar noch ein gutes Stück nach unten. So. Ja, es ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, finde ich, dieses doch relativ komprimierte System hier auszulegen. Aber es rentiert sich einfach. Ja, stimmt. Es rentiert sich wirklich.
So, dann haben wir hier einmal das, einmal das, einmal das. Und dann brauchen wir hier das Kupfer. Und das kommt doch von hier. Hopp, fertig. Sehr schön. Dann können wir uns in der nächsten Folge mal um ein anständiges System hier kümmern. Wir machen jetzt den da einfach mal weiter. Dann kannst du hier mal weg. Tschupp, da geht's nach unten. Beziehungsweise. So. Beziehungsweise. Nein, das können wir schon so machen. Passt schon. Genau. Also, dann. Nein, passt schon so. Dann brauchen wir hier im Endeffekt einmal das so. Einmal das so. Das hier geht in diese Richtung. Und das hier in diese Richtung. So. Das sollte so jetzt besser passen. Und hier haben wir einmal da und einmal da. Das und das, das und das. Also, was wir jetzt halt hier im Endeffekt machen, sind wie gesagt hier die grünen Schaltkreise. Hier machen wir den Spaß. Hier auch. Gut. Wenn wir dann soweit sind, sollten wir jetzt hier in der Mitte. Ja. Habe ich das gut gemacht? Ja. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier im Endeffekt. Machen wir hier mal. Also zweimal. Ah, wobei. Ups. Das hier geht im Endeffekt in diese Richtung. So, gut. Und ich habe es nicht richtig gemacht. Doch, ich habe es schon richtig gemacht, nur teilweise richtig. Hier sollten noch zwei übrig bleiben. Perfekt. Im Endeffekt ist halt das jetzt halt meine Produktion für die roten, für die erweiterten Schaltkreise. Genau. Und hier runter. So, gehen wir hier raus. Genau. Und runter. Und im Endeffekt habe ich jetzt halt auf beiden Bändern. Genau. Im Endeffekt habe ich jetzt halt auf beiden Bändern. Das war die falsche. Das falsche Förderband. Auf beiden Seiten, Entschuldigung. Die volle Auslastung für die Materialien, die für die roten Schaltkreise im Endeffekt gebraucht werden. Ne? Das dauert leider immer ein bisschen, bis das halt einfach fertig ist, aber. Hey. Die auch mal rein. Hey. Gut, mit was machen wir denn jetzt weiter? Oh, elektrische Akkumulatoren, die sind sogar sehr wichtig, damit wir endlich mal auf Solar umsteigen können, wenn es dann dazu weit ist. So, hier haben wir nochmal 8 Stück. Die nehmen wir mal mit. Gut, gut, gut. So, sehr schön. Perfekt. So. Also es kommt im Endeffekt, das Kupfer kommt im Endeffekt hier an, kommt hier runter. Dann halt geht es hier nach unten und dann wird es eben verarbeitet.
Und das da kopieren wir im Endeffekt. Na, wir haben einen, der rein nur für die blauen Wissenschaftspakete ist und einen, der wo im Endeffekt für das restliche System benutzt wird. Eventuell werden wir sogar noch einen dritten hinbauen, also eine dritte Produktionslinie, sage ich jetzt mal, also so ein Produktionsteil, einfach aus dem Grund, weil wir ja die blauen auch noch herstellen müssen, die blauen Schaltkreise, also die Prozessoren, und die brauchen auch relativ viele rote Schaltkreise, und dann kann es halt einfach sein, dass wir die auch noch mit hernehmen. Was wollte ich jetzt halt? Ach ja, genau, ich wollte noch ein paar von denen da anholen. Sehr schön. Okay. Ja, Lichtbogenöfen brauchen wir halt jetzt halt, die roten Schaltkreise. Das ist halt einfach schon mal das Erste. Die brauchen wir da einfach schon mal. Die werden wir natürlich auch versuchen, automatisch herstellen zu lassen. Genau. So. Dann kommt das hier hin. Okay, das war ein kleiner Angriff. Nichts Dramatisches. Anscheinend. Und? Ja, hier. Wie gesagt, hier ist halt auch das Gute wiederum, dass die Produktion von den roten Schaltkreisen einfach so lange dauert, dass halt diese einfachen roten Greifarme, die wir hier haben, weißt du, die für die langen, da brauche ich alle, die für die langen Greifarme, dass die genügend Zeit haben, im Endeffekt die Fabrik wieder aufzufüllen. Also in der Hinsicht eigentlich interessant, dass ich halt einfach nie wirklich eine Produktionsunterbrechung habe, wegen Auffüllen. Na? Und das ist halt einfach was Cooles. Lasertechnik. Ja. So. Gut. Dann haben wir das System eigentlich schon mehr oder weniger gebaut. Sehr schön. Brauchen wir natürlich dann schon langsam mal Öl. Beziehungsweise wir brauchen dann schon langsam mal. Okay. Wir brauchen dann. Schaut hier aus? Ja, passt. Wir brauchen dann schon langsam einfach mal die Kunststoffproduktion. Ich meine, ich habe die ja schon vorbereitet. Chemiefabrik. Und zwar. Nehme ich jetzt halt das mal. Also. Gut. Das und das kommt hier hin. Dann kann ich sagen, hier 1-3 kommt im Endeffekt dann die Kupferproduktion her. Und zwar von hier aus. Gerade hinter. Ich nehme das jetzt im Endeffekt nur als Platzhalter. Und hier. Hoppala. Was brauchen wir noch für Kunststoff? Wir brauchen für Kunststoff normalerweise, also Kunststoffstangen, brauchen wir Kohle und Petroleum. Okay. Das heißt. Hier. Und dahin. Und. Da und dahin. Das und das. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das noch verkehrt rum. Dann machen wir hier schon mal Kunststoffstangen. Kunststoffstangen. Sehr schön. Dann. Upp. Okay. Dann ist halt die Frage, wie wir das mit den Batterien machen. Weil die Batterien will ich im Endeffekt hier drüben produzieren. Beziehungsweise ich könnte sie eigentlich auch hier oben produzieren. Das wäre fast sogar besser. Wenn dann bin ich hier nicht so gebunden. Dass ich dann halt im Endeffekt einfach sage, okay,
Ich mache die Produktion der. Ich mache hier im Endeffekt die Schwefelsäureproduktion. Schwefelproduktion, so ist es richtig. Der kommt hier hin. Und dann kommt das dahin. Und Schwefel. Das hier hin. Perfekt. Fertig. Das ging ja schnell. Oh yeah. Oh, Entschuldigung, ich vergesse ja, dass ich nicht für mich alleine spiele. Stapelgreifarme. Aufnahmebonus für Stapelgreifarme plus 1 und Stapelgreifarme natürlich, die halt einfach mehr aufnehmen. Ist ziemlich nützlich. Hier hin. Dann haben wir das jetzt auch mal. Mal rüberlaufen wieder. Ah ja, sehr schön. Fließbänder. Machen wir das jetzt halt hier mal dabei weiter. Genau, die werden halt hier nach unten gebracht und dann halt müssen wir halt schauen, dass wir die auf die Bänder hier verteilen. Und zwar jeweils auf die. Auf die Innenseite oder auf die äußere Seite werden ja im Endeffekt die grünen Schaltkreise verteilt. Das seht ihr jetzt dann gleich hoffentlich noch in der Folge, wenn nicht dann halt in der nächsten. Ja, es ist jetzt wieder genau wie in der letzten. Ich meine, ich habe jetzt noch circa 3 Minuten übrig und kann eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Oder ich will nicht mehr wirklich was machen oder nicht wirklich was anfangen, sagen wir es mal so. Weil einfach sich das nicht rentiert. Ich meine, hier kommt das Eisen halt eigentlich nicht wirklich an. Das ist das Problem. Okay, ja, Strom reicht auch gerade noch so. Können wir uns in der nächsten Folge jetzt auch schon wieder darum kümmern, dass wieder Strom rankommt. Ah, ärgerlich, ärgerlich. So, dann haben wir das jetzt mal. Bringen wir den noch nach unten. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge. In der nächsten machen wir das hier noch fertig. Und ich wünsche euch noch einen erholsamen 1.1.2017. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Like da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und nichts verpassen wollt, dann könnt ihr rechts oben im Eck, gleich in der Endcard, meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zu einem der nächsten Folgen. Bis dahin, mein Name ist Erakul. Ciao.